Den Abstiegskampf leben, so lautet das Motto im Tabellenkeller der Regionalliga Südwest. Vor allem Bayern Alzenau benötigt heute unbedingt 3 Punkte, um das rettende Ufer nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Balingen dagegen hat mit 4 Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz die deutlich bessere Ausgangslage vor dieser Partie. Den besseren Start in dieses richtungsweisende Duell erwischt Alzenau. Nach 10 Minuten die erste richtig dicke Gelegenheit für Nils Kohlbacher. Glänzend pariert von Julian Hauser. Allerdings hätte der Treffer aufgrund einer Abseitsposition ohnehin nicht gezählt. Trotzdem, der Tabellenvorletzte kommt richtig gut rein in dieses Spiel. Nur kurz darauf eine gefährliche Freistoßposition für Krešo Ljubičić. Erneut klasse gehalten von Julian Hauser. Bis dahin Alzenau die klar spielbestimmende Mannschaft. Jetzt wagt sich auch Balingen mal in den gegnerischen 16er. Schönes Zuspiel in den Lauf von Akaya und dann gibt es 11 Meter. Große Proteste von Seiten der Bayern, aber Schiedsrichter Philipp Hofheinz bleibt bei seiner Entscheidung. Und die ist tatsächlich umstritten, denn es liegt zwar ein Kontakt vor, aber Keeper Mvogo trifft wohl auch den Ball. Eine ganz schwierige Situation. Kaan Akaya ist das egal und bringt Balingen in Führung. Saisontor Nummer 6 von dem 25-Jährigen, der in der Jugend lange beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand und gegen Mvogo die Nerven bewahrt. Nach einer eigentlich guten Anfangsphase reagiert Alzenau geschockt auf diesen Gegentreffer. Keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff, dieser haarsträubende Ballverlust und das ist das 0:2. Wie abgezockt sind bitte diese Balinger? Simon Klostermann mit dem Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten. Der 20-Jährige wird aber auch eingeladen von der Alzenauer Defensive. Nichtsdestotrotz ein sehr präziser Abschluss, keine Chance für Mvogo. Es dauert eine Weile, bis sich die Bayern wieder stabilisiert haben, dann aber mal eine Freistoßgelegenheit, diesmal für Henok Teklap. Und wieder klasse gehalten von Hauser. Der 31-Jährige bringt den Vorletzten früh zur Verzweiflung und sichert die 2:0-Führung zur Pause. Fabian Becker muss sich in der Kabine dringend was überlegen, wenn hier noch etwas Zählbares bei herausspringen soll. Doch zunächst scheinen sich die Gäste viel vorgenommen zu haben. Kurz nach dem Seitenwechsel Sascha Eisele mit der Chance zum 3:0, scheitert aber am glänzend reagierenden Mvogo. Die TSG lässt Alzenau gar keine Chance, hier nochmal ranzukommen. Nächste Möglichkeit für Akaya. Gute Parade von Mvogo, aber der Nachschuss ist drin. Zuvor allerdings schon abgepfiffen. Guarino soll knapp im Abseits gestanden haben. Nach einer guten Stunde taucht Alzenau dann doch mal wieder vorne auf. Und in der Mitte hat Kummer die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Was für eine Monsterparade von Julian Hauser. Wer soll diesen Mann heute noch bezwingen? Fast im direkten Gegenzug kann Pettenkofer alles klar machen, aber Mvogo hält Alzenau irgendwie noch im Spiel. Wir springen in die Schlussviertelstunde. Die Bayern werfen jetzt mit dem Rücken zur Wand alles nach vorne. Martin verlagert den Ball auf die linke Seite zum eingewechselten Ferukowski. Der hat viel Platz zum Flanken und findet am langen Pfosten Wilke. Wilke, da ist er doch! Der fast nicht für möglich gehaltene Anschlusstreffer durch den Kapitän. Und auf einmal ist hier wieder richtig Leben in der Bude. Denn Alzenau hat jetzt Blut geleckt. Keine 60 Sekunden später. Feines Zuspiel in die Mitte. Und das ist der Ausgleich. Was ist denn hier los? Mingi Kang, ebenfalls kurz zuvor eingewechselt, lässt den Vorletzten wieder auferstehen. Und noch ist ja nicht Schluss. Alzenau läuft jetzt richtig heiß, zu heiß. Rüdes Einsteigen von hinten und dafür sieht Haritonov glattrot. 5 Minuten vor dem Ende schwächt sich der Vorletzte nochmal selbst. Und den fälligen Freistoß flankt Akaya in den Strafraum. Wörle, Wahnsinn! Das gibt es doch nicht!
In der 87. Minute geht Barningen wieder in Führung. Es ist ein Spektakel, was heute in Alzenau geboten wird. Mvogo verschätzt sich bei diesem Ball und Tim Wörle sagt Danke. Und es ist ja immer noch nicht Feierabend. 3 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. Die sind jetzt schon abgelaufen. Alzenau nochmal im Strafraum. Aber Hauser ist zur Stelle und das war's dann. Ein unfassbar packendes Spiel endet mit einem glücklichen 3:2 Erfolg für Barningen. Julian Hauser fasst das Spiel nochmal zusammen. Erstmal würde ich sagen, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Insgesamt würde ich mal sagen, haben dann in der zweiten Halbzeit irgendwie verpasst, das 3-4-0 zu machen. Haben dann blöd hinten das 2-1 gefangen, dann gleich hinterher das 2-2, irgendwie identisch spannend wie unsere beiden Tore in der ersten Halbzeit. Sind dann zum Glück nochmal zurückgekommen, wo ich dachte, es ist 2-2 und Feierabend oder Alzenauer war am Drücker und vielleicht mal ein Dinantor. Haben dann Glück, dass der Tim da hinkommt an dem Freistoß, den Torwart da quasi den Ball aus den Händen schnappt. Ja, am Ende ein glücklicher Sieg für uns, obwohl wir hätten es eigentlich schon viel früher entscheiden müssen. Durch diesen Auswärtssieg kann die TSG den Abstand auf die Abstiegsplätze auf 7 Punkte ausbauen und macht damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.